für Sie speziell heute Nachmittag. Bei mir gibt es einmal einen süß-sauren Kürbis mit Maischen in den Bura. Und dazu noch einen Spinatsalat. Und dann machen wir zum Dessert. Wollt ihr überhaupt wissen, was es zu essen gibt? Gut, dann ist es ja nicht uninteressant, wenn man ein bisschen zuhört. Es gibt als Dessert so Pfannkuchen mit Mandeln gefüllt mit Zwetschgen. Und da machen wir oben drüber so eine schöne Zimtbiseehaube. Oh. Möchte das jemand probieren von euch? Ja. Gut, also ich habe das Gefühl, liebe Zuschauer, dass ich schon mal ein paar Kunden habe, die das auch gerne essen wollen. Beim Horst bin ich mir da nicht so sicher. Geht schon wieder los, geht schon wieder los. Dankeschön, Johann. Stimmung ist wie üblich eine Sensation. Um sich aber auf dieses köstliche Menü meines Sternekollegens vorbereiten zu können, muss man erstmal eine Grundlage schaffen. Und da habe ich mir gedacht, mache ich eine Tomaten-Basilikum-Schaumsüppchen mit Forellenfilets im Backofen, zart gegart. Und dann gibt es nachher noch Spinatknödelchen mit Schinkenbütterchen und dazu noch ein wunderbares Salätchen. Aber meine Damen und Herren, wissen Sie, also ich bin ja sowieso, wenn überhaupt, nur die Türe, die man öffnen muss, um zum großen Glück zu kommen. Und das große Glück steht an meiner Herzseite neben mir. Johann, lass dich drücken. Komm her, Schmuckstück. Ach, Johann. So. Also. Spinatknödel habe ich verstanden. Ja. Und was gibt's noch? Spinatknödel mit Schinken, Zwiebelschmelz und Kopfsalat. Ich habe es mir aufgeschrieben. Und vorher gibt es Tomaten-Basilikum-Süppchen mit Forellenfilet. Weil, wenn du schon sagst, Schaumsüppchen, das Schaumsüppchen schaue ich mir dann an, gell? Ja, selbstverständlich, ja. Johann. Weil ich habe heute Hilfe dabei. Es ist eine Granate. Also jetzt ohne Qual. Also diesen Mann bewundere ich von der ersten Sekunde, wo ich ihn wahrgenommen habe. Sein Leben ist, wie soll ich sagen, wie eine Achterbahn verlaufen. Ja. Es war ganz oben, ganz unten, mittendrin, einmal rechts, links. Und dann war er mal figurtechnisch ähnlich wie du. Und heute ist er aber, leck mich das Ökto, mein lieber Gesangsverein, sieht der gut aus. Ja, der, und der kann kochen, der, aber Hallöchen. Der isst wahrscheinlich nichts mehr. Doch, mit Leidenschaft und Liebe, okay. Du wirst es sehen. Mein Gast, wer hat von euch die Serie gesehen, Edel und Stark? Ja, wie ich. Sandra alle. Stark bekannt, diese wunderbare Schauspielerin. Heute ist sie hier und sie wird perfekt kochen. Rebecca Emanuel. Und Detlef Diesos. Ich freue mich. Ich darf dir sehr sein. Juhu. Sag mal, Johann, gratulieren wir den Zweitplatzierten auch. So. Detlef, ich bin sehr, sehr glücklich, dass du an meiner Seite stehst. Ich freue mich so, dass ich hier bin und dass ich heute Tomaten. Ich habe heute früh schon wieder bin aufgestanden, morgens wieder eine Forelle, kurze Viertel, zack, zack, zack. Ich weiß genau, was ich zu tun habe. Das ist das Schöne bei dir heute. Magst du Forelle? Ehrlicherweise eher selten. Ich bin einfach so ein Fischtyp, so ein Fleischtyp und wenn dann Fisch, eher Thunfisch und Lachs. Ja, wobei Thunfisch muss man ein bisschen aufpassen, das Vieh wird langsam relativ selten. Lachs ist vollkommen okay. Aber jetzt habe ich eine Bitte, komm mal her, komm mal ein Stück zurück. Komm mal, so. Weil meine Frau findet dich nämlich auch so rattig. Und ich habe ihr gesagt, und ich wäre mindestens genauso groß wie du. Na, das stimmt doch. Siehst du, ist genau gleich. Da ist kein Unterschied. Meine Herren, doch. Aber dafür haben wir beide die besten Frisuren, muss man jetzt auch mal sagen. Das stimmt schon. Ja. Also wir zwei könnten nicht knuddeln miteinander mit der Frisur. Nee. Das wäre wie ein Klettverschluss. Auch beim Küssen, ich hier mit meinem Dreitagebart, du, das verheddert sich Da habe ich ja wirklich Johann auch stinkeifersüchtig. Boah, da wird der sowas von krabitzig, da lässt er ja nichts sagen. Ich möchte nachher noch ganz viel mit dir erzählen, wie du es geschafft hast, jetzt so auszusehen. Aber viel interessanter ist, was da oben drin steckt. Was du alles schon gemacht hast im Leben, ist unglaublich. Oh, das ist so schön. Vor allen Dingen, der spricht es so toll. Mach weiter, ich find's geil. Dieser junge Mann neben mir, meine Damen und Herren, wollte in früher Kindheit, die beileibe nicht leicht war. Das muss man sagen, da hast du recht. Ja, und da möchte ich nur am Rande, ohne es zu veralbern, das Kinderheim ansprechen. Uh-huh. Ja,
was da alles passiert ist, reden wir nicht unbedingt gerne drüber. Aber er wollte mal Fußballer werden. Das stimmt. Ich dachte, ich werde so in der DDR, bin ja aus den neuen Bundesländern, ich dachte, ich werde so ein Pelé, weißt du? So, weil ich ja auch so ein bisschen braun war und so. Und dann habe ich dann dachte ich so, ah, ich werde ein Pelé. Genauso wie ich da. Bocuse. Paul Bocuse. Das sind so die kleinen Fetzen, die hier immer fliegen, ja? Verstehe ich das richtig? Ja, ja. Alter Schwede! Ja, ja. Das ist das am besten. Ach, siehst du, und du, ich war mit angezogener Handbremse reingekommen. Da können wir jetzt lösen und in den ersten Gang gehen. Du kannst gleich rüberfeuern, ne? Ich guck mal bei den Zweitplatzierten. Warte mal, Johann. Ach, das ist aber schön. Fängt schon gut an, Leute. Jawohl. Soll ich mal loslegen? Jawohl. So, wir reden gleich noch mal weiter. Ich habe dir schon mal zwiebelchen Tomaten reingetan und den Sellerie. Genau, Sellerie auch mit rein, schön. Dann lassen wir einmal ganz kurz angehen, dann nachher ablöschen. Schön mit Weißwein und mit dem Fond fürs Tomatensüppchen. Wollen wir die irgendwie vierteln oder lassen wir die ganz? Die lässt du ganz. Okay, alles klar. Ein bisschen Zitronensaft oben drüber. Mhm. Nee, Zitronenscheiben. Und dann ab in den Backofen schieben. Schön, also Zitronenscheiben gerieben oder? In Scheiben. Okay. Ja klar, Zitronenscheiben gerieben wäre jetzt ein bisschen komisch, oder? Ja. Wieso lachen Sie darüber? Das kann Ihnen auch passieren, wenn Sie so aufgeregt sind und die Nebenhorstlichter stehen, ja? Ja, eben. Sie sitzen da schön entspannt. Ne? So, Johann, jetzt leg du mal einen nach. Also, ich freue mich, liebe Rebecca, dass du an meiner Seite bist. Du hast die Premiere heute bei uns, du bist zum ersten Mal da und hast hoffentlich auch die richtige Seite gewählt. Werden wir nachher sehen am Ende der Sendung. La, la, la. Ja, was? La, la, la. Hallo, la, la, la. La, 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 la. Genau, so. So. Du machst ja diesen wunderbaren Pfannkuchen. Du hast jetzt hier schon diesen Mandelpfannkuchenteig gemacht. Erzähl mal noch kurz, was alles drin ist. Ja, also da ist Mehl drin, Zucker, Eier, Amaretto. Ja, Mandeln gemahlen. Mandeln, genau. Und Milch auch, genau. Und jetzt machen wir als nächstes dazu die Zwetschgen. Und zwar, da machen wir so einen schönen Sud aus Zimt, Sternanis mit Karamell und Vanille und dann mit Rotwein einkochen und dann die Zwetschgen halbieren und schön in diesem Sud gar ziehen, gell, damit die schön so einen richtig tollen Geschmack bekommen. Wunderbar. Ja? Okay. Wie oft kochst du? Täglich. Bitte? Täglich. Täglich, ja. Du hast ja ein Kind von 4 Jahren. Na, ich will mal so sagen, jetzt ziehe ich ganz viel Häme auf mich, aber ich sage mal, ich koche Essen. Und mein Mann kocht lecker. Also ich finde. Ja. Also, ja. Also nicht, dass er jetzt Missverständnisse aufkommt. Nein, aber ja. Ja. Ich sag mal, das wäre meine Frage, ehrlich gesagt, privat an dich gewesen, wie du es oder wie man es schafft, abschmecken zu lernen. Abschmecken? Weißt du? Abschmecken zu lernen. Ich glaube, das kann man nicht lernen. Nein, ich kann ja wirklich Jahre sagen, dass es so eine Begabung ist, so wie jetzt Tanz oder Schauspiel oder so. Nein, es ist wirklich so, ohne Witz. Es ist, glaube ich, man muss auch so eine gewisse Sinnlichkeit verspüren, wenn man was in den Mund nimmt. Na, ja. Also bitte. Du hast kein Witz. Ich dachte, das ist eine Kochshow hier. Nein, aber okay. Nein, was jetzt? Stimmt wirklich. Johann schmeckt sogar unser Badewasser ab. Ist kein Witz. Nein, der Herr, nehmen wir mal ein Beispiel jetzt. Jetzt nehmen wir mal, warte, ich muss mal ein Schälchen holen. Zucker. Schau, zum Abschmecken. Jetzt komm her. Mal, das finde ich gut, Detlef. Wir mussten mal ruhig kurz zugucken. Jetzt machen wir mal Curry. Kochschule mit Johann Lafer. Wir lernen abschmecken. Meine Augen sind nicht mehr so gut. Wir lernen abschmecken. Ja, das ist doch wunderbar. Aber die einen fangen irgendwann an mit Golf und die anderen mit abschmecken. Ja. Jetzt Curry. Honig. Beide haben keinen Sex mehr. Das meine ich, ja. Ich hab's Honig nicht ausgesprochen. Und Sojasauce, ja? So, das mische ich jetzt mal. Ja, Curry, Honig und Sojasauce. Also bis hierhin schon Wahnsinn. So. So, und jetzt probiert ihr bitte alle drei und sagt mir, was da noch fehlt. Mhm. Ja, okay. Gut, Moment. Das sind Löffel. Das sind Löffel. Löffel. So. Oh. Jetzt nur ein Versuch. Danke. Ist nur ein Versuch. Ist nur ein Versuch. Ja. Probieren, was euch noch, was fehlt da noch? Also ich weiß jetzt schon, was mir fehlt. Ein Hackbällchen rein. Ja. Also ich würde sagen, ein bisschen Schärfe. Nee, Säure fehlt. Was fehlt bei dir? Du sagst Säure? Ich sag Säure. Salz, Säure, also ist sehr süß. Du da sagst fehlt ein bisschen Salz Kraft. Und Säure und Schärfe. Schärfe, ja, aha. Also, ich habe noch nicht probiert. Das muss ich ja. Ach, du weißt doch gar nicht, was fehlt. Ja, das ist ja einfach. Ja, okay.
und sind als Versuchskaninchen. Ja, ja, das ist ja wieder einfach. Sag mal, das ist so ein Deutschland. Ich hab euch gefragt. Super. So, jetzt bin ich gespannt. So. Hopsala. Pass auf jetzt. Es fehlt Säure, es fehlt Salz, es fehlt Schärfe. Es fehlt auf jeden Fall Säure. Siehst du, sag ich doch. Ja. So. Jetzt haben wir Säure reingegeben. Und ich finde. Probier jetzt auch, probier. Ja, nochmal mit dem Löffel. Nein, neun Löffel. Neun Löffel. Mhm. Wetten, der lässt jetzt Salz weg, der Drecksack. Na, ich glaube, also Schärfe war auf jeden Fall schon drin. Hast du Salzpfeffer drauf? Salzpfeffer ist drauf. Jetzt Zitronenscheiben. Genau, guck mal, ich mach die, soll ich die richtig schön dünn und zärtlich machen? Intensiv, oder so aber echt viel besser. Sehr zärtlich. Gut. Ist ja ein tolles Siehst Ding. Siehst du, jetzt ist schon mal besser. Mhm. Und weißt du, was jetzt noch fehlt? Jetzt haben wir das gemacht mit Süße, Würze, Säure und jetzt fehlt noch ein bisschen Schärfe. Und dann ist perfekt. Das sind die 4 S, wo man immer, die man immer sagt, nee, oder? Man hat 5 Geschmack durch den Mund. Vorne süß, hinten bitter, salzig, würzig und dann diesen allgemeinen Geschmack Umami. Und wenn du das alles zusammenpackst, dann ist es optimal in der Abschmeckphase. Super, aber es hat total gewonnen. Ja, hat gewonnen jetzt. Was will man da noch sagen? Also ich kann nur sagen, sprachlos. Nach 10 Jahren, nach tausenden von Sendungen von Lafer, Licher, Lecker, das erste Mal Kochschule. Wahnsinn. Ja. Respekt. Respekt. So, ich mache übrigens hier meine Spinatknödel in der Vorbereitung. Ich habe Brötchen vom Vortag, weil unser einer muss sich ja mit den Sachen behelfen, die übrig bleiben. Ne, Johann? Ja. Die habe ich mit ein bisschen heißer Milch jetzt übergossen. Lasse die ein bisschen einziehen. Habe hier in der Pfanne ein paar Zwiebelwürfelchen. Da kommt jetzt junger Blattspinat oben drauf, den ich kurz zusammenfallen lasse. Übrigens, was? Ja, Johann, Schatz? Die hatte ich gestern aus deiner Reisetasche raus. Ich habe die Wurst und den Käse zwischendurch rausgenommen. Ich werde gemobbt. Detlef, du hattest ja auch eine schwere Kindheit. Ja, wie du siehst, bei mir hat es nie aufgehört. Ja, das geht bei dir schon ganz schön. Aber man muss eins wirklich mal sagen, bei euch Köchen, wenn andere Männer versuchen, irgendwie Frauen zu beeindrucken oder so, dann versuchen sie ihnen Komplimente zu machen. Ja? Und bei euch habe ich immer so das Gefühl, ihr stellt euch hin und redet einfach so ein Rezept runter. Du nimmst die geviertelten Tomaten, übergießt sie mit Öl, dann kommt das Basilikum dazu, viertle die Zwiebeln und dann machst du Rühri, Rühri. Hör auf, und dann gehen die schon total ab, die Frauen. Ja. Dann gehen die, oder? Dann gehen die ja echt steil. Ja, ja, stimmt aber. Ja, gut. Nee, so geht's auch so. Aber hier. Siehst du mal? Oh Gott. Wir haben was Gescheites gelernt. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir. Ja, das ist wirklich wahr. Ich kann nur bis 18, so wie Tänzer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aber es sieht gut aus, wenn ich mich bewege. Was ich so gehört habe, von dir nicht immer sagen kann. Jetzt 8. Guck mal, es wird doch zu dunkel, oder? Nee, das muss jetzt schön gleichmäßig schmelzen. Weißt du eigentlich, wie Johann es schafft, am Strand gut auszusehen neben dir? Jetzt bin ich gespannt. Der hat eine Schüssel Eis im Arm. Geil. Wollen Sie noch ein Eis? Ne? Aber pass auf, du hast eine wunderbare Sache gerade gemacht, weil ich weiß, und das weiß ganz Deutschland, du bist einer der besten Tänzer überhaupt. Du hast auch im Streetdance, warst du deutscher Meister? Genau, Europameister? Europameister nicht, deutscher Meister einfach, zweimal. So, und ich glaube, das ist genau die Gelegenheit, weil ich habe ein bisschen Musik vorbereiten lassen. Ich habe da mal was vorbereitet. Mit Johann mal tanzen lernen. Nee, auf nicht. Doch. Hallo! Jetzt gut. So. Ich muss ehrlicherweise zugeben, wenn man mich fragt in Sendungen und so, hey, kann denn jeder tanzen lernen, sage ich grundsätzlich immer ja. Aber an der Stelle muss ich sagen, Ausnahmen bestätigen die Regel. Nee, komm, wir machen das jetzt. Komm, Johann, ab nach vorne. Warte. Rebecca, komm mit. Rebecca, komm, mein Schatz. Rebecca. Komm. Ja, dann komm mal her, Johann. Hey, komm. Eigentlich sind wir ja dann so ein bisschen... Das erinnert mich gerade so ein bisschen an Bonnie M, nur umgekehrt. Also viele Männer, eine Frau, da waren ja viele Frauen, ein Mann nur, ja? Komm, wieso versteckst du dich? Du kannst hier direkt hier so. Wir machen heute was
jetzt kommt unser Rezept. Wir machen heute was ganz Einfaches. Vier Schritte vor, vier Schritte seit, vier Schritte rück. Unheimlich einfach, aber sehr effektiv. Fuß nach vorne, möglichst den rechten. Erstmal trocken, genau, ohne Musik. Zurück, genau. Dann den anderen nach vorne und zurück. Und nochmal und zurück. Nee, pass mal auf, du brauchst nicht immer so einen Höflichkeitsknicks machen. Nee. Ist ja Hip-Hop, ist ja nicht so. Also. Weißt du, sind ja nicht zu am Hofe, sondern einfach nur. Du, meine Soße brennt an hier. Yeah, gut, ja, yeah, gut. Go, man, come on, yeah, do it. So, aha. So, das machen wir, pass auf. Das machen wir nach vorne viermal pro Fuß, dann zur Seite viermal pro Fuß, dann nach hinten viermal pro Fuß und dann machen wir einfach nur yo. No oder go? Yo. 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 Okay. Yo. Musik. Jetzt bin ich aber gespannt. Ihr müsst uns echt helfen, Leute. Das wird schwierig. Ich sag's euch. Wo ist die Musik? Ich wär so. Mach die Kamera weg da vorne, der scheiß Ding. Nee, komm noch nicht da ran. Komm ran. Oh, der ist schnell. Wo ist der Klatsch? 2. Bei Popstars auch in jeder Band immer einen, den wir ein bisschen mitschleppen mussten, der es nicht so gut konnte, weißt du? Und das ist ja jetzt hier nicht anders. Kenn ich. Ja. Ich bin trotzdem zufrieden. So, auf geht's. Seit Jahren schleppe ich ihn durch. Sag mal, bei mir kocht jetzt, also soll ich irgendwas noch machen, Horst, oder? Ich mache gerade süß-sauren Kürbis hier. Jetzt habe ich Kürbis angebracht, Zitrone, Sojasauce jetzt rein. Zitronensaft, schön Honig. Und lass den Kürbis schön einkochen jetzt hier. Bei wenig Hitze. Süß-saurer Kürbis. So, dazu gibt es dann so schöne. Da mache ich so ein Papier mit dem Loch in der Mitte, damit der Dampf entweichen kann. Und dann schmort der Kürbis ganz langsam hier in diesem Topf. Gell? Da wird er schön gleichmäßig gar. Und hier kocht Rebecca wunderbare Soße für die Zwetschgen mit Zimt. Hast du die reingemacht? Ja, habe ich schon drin. Alles drin, gell? Schön einkochen lassen, brauchst man keinen Deckel drauf machen, sonst kochst du nicht ein, gell? Soll ich die halbieren oder nur aufschneiden? Die machst du nur halbieren, Zwetschgen. Okay. So, einfach rausmachen in der Mitte. So, und ich mach dann als nächstes Hähnchenbeignets. Warte mal, die sind ganz. Kannst du so drehen, weißt du, den muss man so rausdrehen. Okay. Passt. Weißt du, wann ich das weiß? Ist das nicht sensationell, wie schnell wir hier switchen können? Ja, wir sind einfach echt. Zwischen Spaß, traurigen Geschichten, Kochen. Johann streichelt mir den Rücken, um mir zu zeigen, dass er mich gerne hat. Und zack, sind wir wieder beim Kochen. Schon toll. Ist das so richtig, oder? Das ist genau so richtig, Steffen. Und soll es dann so klein werden, dass es im Grunde eine Soße wird, oder ja, was? Genau. Na, das dauert aber, oder? Ja, geht aber bei deinen. Das geht sehr, sehr schön sogar. Das Olivenöl haben wir alles reingetan, bisschen Salz und Pfeffer. Jetzt die Basilikumblätter. Muss da dann zum Beispiel auch, wie Johann sagte hier, die Säure und so noch rein, damit. Der hat Küchen-ADS, kümmere dich nicht drum. Ne? So. Der braucht immer Aufmerksamkeit. Das ist so geil, unglaublich. Was? Ja, wir sind halt ein altes Ehepaar. Ja. So ein bisschen Waldorf und Stettler-mäßig, oder? Ja. Apropos altes Ehepaar. Ja. Du hast deiner Frau, und ich liebe, ich bin ja romantisch, tief in mir bin ich ein Romantikpfropfen. Du hast deiner Frau einen sensationellen Hochzeits-, also Heiratsantrag gemacht. Und zwar bei einem Polarwettkampf. Genau, ich habe so ein, das war da an der nördlichsten Ecke, an der kältesten Ecke in Kanada, und zwar in Inuwik, wo die Inuiten, die fälschlicherweise auch Eskimos genannt werden, leben. Und da waren es teilweise minus 49 Grad. 49 Grad minus. Und, genau, und wir haben da so einen arktischen Zehnkampf gemacht, also Halbmarathon laufen, 5000 Meter Bergläufe. Bei 49 Grad minus. Da passt. Das war so klein. So kalt. Nee, bei mir war es sogar so. Das ist ein Typ. Nee, Johann, bei mir war es sogar so, ich wurde zwischendurch bei der Kälte ein Mädchen. Ja, ne? Das musst du dir mal vorstellen, da war nichts mehr mit so. Ja? Aber stell dir vor, wir haben diesen Halbmarathon gelaufen, kleine Story, bevor der Heiratsantrag kam. Ja. Und wir hatten natürlich alles an ärztlicher Verpflegung mit. Die sind auf der Seite gefahren immer, ja, die Strecke. Wir laufen und auf der Seite war keiner, außer wir. Und dann komme ich ins Ziel
Und da sehen die mich zum ersten Mal wieder von vorne und sehen, dass die komplette Seite hier weiß ist. Ach du Scheiße. Also alles komplett erfroren, weil die nur von der Seite geguckt haben. Musste ganz schnell erstmal in die Behandlung. Dann war hier meine komplette seitliche Nase hier alles erstmal erfroren, 3 Wochen lang Schorf. Und 2 Tage nach diesem Halbmarathon, jetzt dreht sich der Kreis wieder Richtung Heiratsantrag, habe ich meine Frau dann oben getroffen in Inuit, weil sie dort eine Show gemacht hat. Ja. Und bin mit ihr in so eine ganz tolle Inuitenkirche gegangen. Die sah aus wie so ein Iglo, nur viel, viel größer. Und da konnte man so ein bisschen so eine Treppe hochlaufen, so, und dann konnte man da so rausgucken, so. Und da bin ich dann mit meiner erfrorenen Nase auf die Knie gegangen, habe ihren Heiratsantrag gemacht. Und obwohl die Nase erfroren war, hat es funktioniert. Wow. Ja, ja. So, aber jetzt muss ich eine Sache dabei sagen. Deine Frau hat direkt verstanden, als du da halb erfroren standest, dass es ein Heiratsantrag war, ne? Und ich nicht, oder was? Nein, ich wollte auf was anderes hinaus. Weil ich stehe letztens 1,5 Stunden mit Johann im Tiefkühlhaus. Bei minus 49 Grad auch. Ja. Zitter mir einen ab und will ständig was sagen. Was gibt der Kerl mir? Eine Tüte Pommes und sagt, dann geh ins arbeiten. Mischt mit Ehering und so, ja? Ja. Aber das war natürlich sehr, sehr romantisch. Ja, das war schon irgendwie echt. Das war schön und wir reden auch öfter mal noch drüber. Ja. Ah, ja. Du, aber ich glaube, sowas hast du aber auch gemacht, weil es etwas ist, woran man sich immer sein Leben lang gerne erinnert, oder? Ja, wenn du deinen Kindern dann irgendwann mal erzählst, also dann kommen die Kinder irgendwann und sagen, Papa, wie hast du denn eigentlich Mama irgendwie den Hochzeitsantrag immer? Ja. Dann sagst du, naja, wir sind über die Straße gelaufen, waren auf dem Weg zur Bank, irgendwie haben wir gemerkt, mit den Steuern wird es immer schwieriger, deswegen halt gesagt, komm, wie sieht's aus? Ist dann doch eher ungünstig. Ja. Aber du bist ein sehr extremer Mensch generell im Leben. Das ist wahr. Weil die kennen dich jetzt alle Male nur, dass man sagt, mein Gott, guck ihn dir heute an. Er hat es geschafft, er ist sehr erfolgreich, er hat einen Körper, von dem träumen Millionen von Männern. Aber du hast natürlich auch diese Extremen immer wieder gemacht und suchst sie auch so ein bisschen. Ja, irgendwie bin ich, glaube ich, jemand, der, wie du schon sagst, ich glaube, ich bin sehr extrem irgendwie. Irgendwas treibt mich da so ein bisschen. Hast du Angst, weil du warst ja auch mal ein bisschen mobbeliger, dass du irgendwann mal wieder ins andere Extrem zurückfallen könntest? Oder magst du deinen Körper jetzt so, wie er ist, so gerne, dass du sagst, die Gefahr besteht nicht? Ja, das ist schon so, wenn du dann irgendwann, es lebt sich ja wirklich leichter. Guck mal, es sind zum Schluss 30 Kilo, die es weniger sind. Ja. Und wenn du dann irgendwann Bilder von früher siehst, dann ist für dich schon klar, da gehst du jetzt nicht noch mal hin, weil es lebt sich nicht nur leichter, sondern wirklich auch entspannter und vor allem, wir werden ja alle nicht jünger, auch gesünder. Kannst du mit kurzen Sätzen erklären, wie du den Weg geschafft hast, so ganz knackig? Ja, das ist relativ, zum Schluss, wenn du dann auf dem Weg bist, ist relativ einfach. Es ist ja immer wie bei jedem Erfolg, den man geht, du musst irgendwann die Entscheidung treffen. Das ist ja immer das Problem, die Leute entscheiden sich nicht. Aber wenn du die Entscheidung getroffen hast und sowas bei mir dann, dann einfach sehr proteinreiche Nahrung, also viel Eiweiß, wenig oder fast keine Kohlenhydrate. Ja. Also wenig Energie, die von außen zugeführt wurde. Deswegen musste der Körper dann an die Fettreserven rangehen. Und dann kurze funktionelle Trainingseinheiten. Also nicht 2 Stunden ins Fitnessstudio, Gewichte stemmen und so, sondern einfach Bodyweight Fitness nennt man das. Das geht so 20, 25 Minuten mit deinem eigenen Körper. Und dann funktionelle Übungen und dann klappt. Innerhalb der ersten 10 Wochen waren 20 Kilo weg. Wahnsinn. Ja, das geht ganz schnell. So, aber bei dir weiß ich ja, Rebecca, Entschuldigung, dass ich hier rüber geschossen komme. Rebecca, Detlef ist sehr extrem und auch in dem, was er tut. Aber du hast auch was sehr Extremes getan. Ich finde es nicht so extrem. Doch, du bist in den Jakobsweg gegangen. 800 Kilometer in 4 Wochen. Na, 4,5 Wochen. 4,5 Wochen. Erzähl mal. Ja, das ist total voll. Das ist schon heftig. Wo bist du? Zu der Zeit, als ich mal entschleunigen wollte, sage ich mal so. Und da ich immer wahnsinnig gerne in der Natur bin und gerne wandere und ich sag mal, in dem Moment tatsächlich nicht gerade wieder irgendwo beruflich unterwegs war, habe ich mir einfach eine gute Wanderausrüstung besorgt und bin also eine Wanderausrüstung für eine lange Zeit, weil so am Wochenende oder so, das kann man ja auch mit seinen Hausturnschuhen, sage ich mal, hinkriegen. Und bin losgelaufen von Saint-Jean-Pied-de-Port in Frankreich über die Pyrenäen bis nach Santiago, also das letzte Stück bis, weil man kann da noch ranhängen, also dann hat man seinen Pilgerpfad schon geschafft, aber das letzte Stück, das habe ich dann per Bus gemeistert, weil die Zeit hatte ich einfach nicht mehr. Und pro Tag wie viele Kilometer? Da musst du wirklich, das ist deinem Körper geschuldet, wenn deine Achillessehne so schmerzt, dass du nicht mehr weiterlaufen kannst, dann musst du mal einen Tag pausieren. Am langsamsten war ich an einem Tag unterwegs, da war ich glaube ich 6,
6 Kilometer nur unterwegs und an meinem schlimmsten Tag, da bin ich 42 Kilometer gewandert. Nein, 42! Nein, ich muss dazu sagen, es war kein, es war nichts in der Herberge frei. Es war, weil in Spanien, für jeden guten Katholiken gehört es dazu, dass man wandert, dass man einen Teil des Jakobsweges wandert. Und ja, gegen Ende wird es wahnsinnig voll. Also noch vor Harpes Buch wurde es wahnsinnig voll. Ja. Und du hast kein Bett zum Schlafen gehabt, weißt du? Und also so drauf, dass ich mich als Frau alleine unter einen Baum im Wald lege. Also so bin ich, so sportlich bin ich dann nicht. Und also, wie war es insgesamt so? Was war das schönste Erlebnis? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in meinem ganzen Leben, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, noch nie so viele Menschen gesehen, die so ein Strahlen in den Augen hatten. Man ist total zu sich gekommen. Ich habe wirklich, bin mit zwei Fragen los, habe von Berlin aus einen Stein mitgenommen, der das symbolisiert hat. Das habe ich irgendwo gelesen. Das fand ich ganz liebenswert, diese Anekdote. Und den habe ich dann am Ferro de Cruz abgelegt. Und ich habe wirklich für mich, für mein Leben, die allerwichtigste Einsicht auf diesem Weg gehabt. Also, und die war? Nee, das sage ich nicht. Das ist, ich brannte auch gerade die Frage, aber ich dachte, das wird sie uns nicht sagen. Kann ich verstehen. Das ist sehr persönlich. Was ich ganz interessant finde, ist also, wenn man zum Beispiel Bücher liest, dann jeder erlebt den Weg so mit den Themen, die ihn anscheinend beschäftigen. Ja. So, und wisst ihr, das ist ganz toll. Man ist einfach unglaublich, man fühlt sich gut im Körper. Und was ich noch sagen kann, aber man muss auch echt einsichtig sein. Also ich kann jetzt die Leute verstehen, die wirklich von ihren Zahnbürsten die Stiele absägen oder aus den Klopapierrollen die kleinen Papprollchen entfernen oder so. Weil ich habe tatsächlich auch nach 17 Tagen, glaube ich, noch mal gut 2,5 Kilo nach Hause geschickt. Ach so, wegen dem Gepäck sozusagen. Ja, weil du das Gewicht hast. Und weißt du, wenn es geregnet hat und deine Stiefel so im Matsch stecken geblieben sind oder deine Wanderschuhe, das ist ja wie so ein Saugnapf. Ne? So, Entschuldigung, ja. So, oha, oha. Ja, ja, oha. Genau, so. Nicht zu dunkel packen. Das ist schon echt krass. Gut. Ja, ne? Also so. Aber ich kann nur sagen, ich kann es jedem empfehlen. Und es gibt Leute, die es gemacht haben, die kommen davon nicht mehr los. Die müssen dann, wenn sie Urlaub haben oder so, dann gehen sie mal wenigstens für 7 Tage noch mal ein Stück. Und ich muss auch sagen, den Jakobsweg muss man nicht in Spanien machen. Man kann ihn von seiner Haustür in Brandenburg, in Berlin, überall in Deutschland machen. Wunderbar, wunderbar. Die Hauptsache, man wandert. Man guckt nicht die ganze Zeit auf sein Telefon, man hat nicht permanent Kontakt mit zu Hause, sondern man darf einfach mal sich die Zeit für sich nehmen. Ja, und dann... Sehr schön, so. Wir nehmen uns die Zeit noch mal ganz kurz zum Kochen. Ich habe hier das Hühnchen mariniert mit Sojasauce, Limonensaft und Schale und habe jetzt hier dann Mehl und da habe ich so einen Tempura-Teig gemacht mit kaltem Wasser, Stärkemehl, normales Mehl, Backpulver und ein bisschen Currypulver. Und jetzt werden diese Filetstreifen, wie es ist, von dem Hühnchenbrust hier im heißen Fett schön ausgebacken, ja, schön kross. Wahnsinn, lecker sieht das aus. Und dann kommt dazu der süß-saure Kürbis und es kommt so ein ganz toller Spinatsalat dazu mit richtig schön gerösteten Erdnüssen und so. Ja, so alles einfache Küche. Okay. Wow. Okay, Horst. Ja, Thema einfache Küche. Wir sind nämlich auch schon so weit. Ja. Hast du das gehört? Weil, bam, rein. Das wurde plötzlich wieder so gut, ich habe nichts mehr mitbekommen. Ja. Aber ich finde es ja faszinierend hier mit dieser Basilikumpaste, dass man die sich echt selbst machen kann. Also ist günstig und total lecker und frische Zutaten, Weltklasse. Und das nachher oben auf, weißt du, passt ja zu der Tomate. Weil da haben wir nämlich auch wieder Dinge, die Johann eben besprochen hat. In der Tomate ist Säure drin. Ja. Und wenn du gleich mal deine Suppe probierst, die du gekocht hast, jetzt fange ich schon an. Genau, die muss gleich schon noch passieren. Das ist für immer in New York diese Streifen in den Taxiwegen, weißt du? Ja. Und da passt dann nämlich nachher schön zu. Die musste noch passieren. Durch die flotte Lotte hier. Durch die flotte Lotte. Alright. Sag mal, du lebst in einer Patchwork-Family. Ja, und ich sag dir, Patchwork, jeder weiß ja wahrscheinlich, was Patchwork ist. Also ich habe 2 Kinder aus einer vorherigen Beziehung. Ja. Und 1 mit meiner jetzigen Ehefrau zusammen. Und unsere 2 Großen, wir nennen sie unsere, auch wenn sie sozusagen nur meine Kinder sind, in Anführungsstrichen, sind immer eine Woche bei uns und eine Woche bei der Mama. Und das klappt super. Und das, aber ich bin ganz ehrlich, das klappt in den seltensten Fällen am Anfang super, glaube ich. Bei uns war es am Anfang auch schwierig, muss man ehrlicherweise sagen, weil es hat ja immer auch mit Gefühlen zu tun, die da irgendwie eine Rolle spielen zwischen 2 Menschen, die eine lange Zeit miteinander verbracht haben, 2 Kinder miteinander haben und dann doch auseinandergehen. Ja. Und natürlich haben die Kinder da auch erstmal so ihre Herausforderungen mit gehabt. Aber jetzt muss ich sagen, so seit 2,5 Jahren ist es wirklich Weltklasse. Also ich würde alles, ehrlicherweise alles noch mal so machen, wie ich es damals gemacht habe. Und der Rest
ist Geschichte und heute bist du bei mir. Alter, wie geil! Ja! Na? So. Eine Leidenschaft, die auch den Horst natürlich verfolgt. Es ist, du bist Fan von richtig tollen Motorrädern und schnellen Fahrzeugen, richtig? Ja. Ja? Woher kommt das? Woher kommt das? Immer schon als Kind, oder wie? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bewege mich überhaupt gerne in der Welt. Ich lerne gerne die Welt kennen. Und es ist egal, ob ich das als Kind zu Fuß oder mit dem Fahrrad gemacht habe. Irgendwann kam dann das Motorrad dazu oder ein Auto. Und ich liebe einfach den Klang von Motoren. Ich kann, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war mal am Nürburgring. Und morgens, bevor die große Formel 1 gestartet ist, gab es so, ja, so Junior-Nachwuchs, ne? Talente, ja, die gestartet sind. Boah, und als diese Motoren anging, echt so, puff, mein Herz ist aufgegangen. Und mein, ja, meine Augen haben sich doch ein bisschen mit Tränen benetzt. Ich liebe das einfach. Ich liebe, weißt du, nein, ich sag euch, was es ist. Guck mal, wenn du zum Beispiel tanzt oder so, weißt du, dann spürst du ja auch Kraft. Das ist ja das Leben, so die Essenz. Und irgendwie ist das beim Motorradfahren auch von der Umsetzung so. Weißt du, mit so ein bisschen am Gaspedal bist du... Also ich sag mal, ich fahre natürlich so, dass ich den anderen nicht auf den Geist gehe, also dass ich nicht irgendwie also total laut beschleunige, wenn jemand an der Ampel steht, das finde ich unhöflich. Ja. So, aber guck mal, ist das eigentlich dein Motorrad, der auf dem Bild? Ist das, was mich fasziniert. Guck mal, Rebecca, ist das deine? Ja. Alter Schwede. Ja, ja, ja. Aber Hallöchen, sag mal. Ja, ja. Und dann passiert das dann schon mal, weißt du, dass ich, sag mal, damals war das noch möglich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich dann die ganzen Mutterhormone in mir hatte, habe ich sie mit einem trauernden Herzen, aber sicher in liebevolle Hände abgegeben, die sie jetzt weiterfahren. Ja. Aber ich bin zum Beispiel früher von Berlin aus nach Kärnten gefahren oder so. Und dann gibt es eine Geschichte, eine Anekdote, da habe ich beim Bullen von Tölz gedreht, 98, und komme abends nach dem Dreh mit meiner Maschine wieder nach Berlin zurück. Oh Gott, das darf jetzt keine Filmversicherung hören. Ich fahre ja auch kein Motorrad mehr. Aber ich habe sie dann aufgebockt um halb drei Uhr morgens, glaube ich, halb zwei oder halb drei. Und dann ist dieses Monster, weil die liegt ungetankt, hat die 298 Kilo gewogen. Boah. Die ist umgekippt, weißt du? Und dann damals, Rebecca, spinnedünne Ärmchen, ich habe nur gedacht, ja, was mache ich jetzt? Und da geht ja auch niemand mehr Gassi mit seinem Hund. Ja. Ne? Und aus dem Schlaf wollte ich auch niemand klingeln. Und du musst ganz schnell sein, weil eine Boxer, da läuft Benzin raus. Also da musst du echt schnell sein. Und dann habe ich einfach ein Stoßgebet nach oben geschickt und habe gesagt, bitte, ich brauche Hilfe, und zwar jetzt. Und ich sage euch, ich habe es tatsächlich geschafft, dieses Monstrum über den Schwerpunkt wieder aufzuwuchten, aufzubocken. Ja. Also, müssen wir jetzt mal langsam, also jetzt müssen wir mal langsam Fazit ziehen hier, Rebecca, ja? Das habe ich nur mit Hilfe von oben geschafft. Motorradfahrerin steht auf Motorengeräusche, was eigentlich nur Männer machen. Wahrscheinlich bist du auch Fußballfan. Läuft den Jakobsweg, sieht super aus. Also Traumfrau für Männer, oder? Traumfrau, Traumkerl für Frauen. Siehste. Ja? So, ich mache jetzt hier gerade ein Dressing für den Spinatsalat, in dem ich da reingebe auf Honig, etwas Essig, Aprikosenessig, und jetzt gebe ich dazu Erdnussöl. Bist du hier? Und dann habe ich hier zum Verlängern ein bisschen Brühe. Und jetzt müssen wir erstmal zwischendurch das Hähnchen rausnehmen. Das Hähnchen ist nämlich jetzt fertig. Das hat eine schöne Farbe bekommen. Guck mal. Das tun wir jetzt raus und auf dem Küchenpapier abtropfen. Guck mal hier. Wunderschöne Sticks da. Wow. Hähnchen plus mit Curry. Und auch außen, nein, der Puderteig muss außen ganz kross sein, ja? Der muss richtig schön knackig sein. So, wir streuen jetzt noch ein bisschen Salz drüber und lassen es erstmal wieder hier ruhen. Probier mal die Tomatensuppe. Bitte. Ja. Von Detlef, weil die ist, also ich finde, sie ist wirklich sehr, sehr lecker geworden. Das sehr ich lecker dir. Geworden. Ich habe sie versucht, nach deinen Empfehlungen und Parametern abzuschmecken. Komm hier, Johann. Das Löffelchen, Johann, habe ich hier. Alles für dich da. So. So, also Tomatensuppe mit Basilikum. Ja, Basilikum kommt noch später. Also jetzt ist nur Tomatensuppe. Und nicht unter Druck setzen. Ja. Rein Tomatensuppe. Hier ist das Basilikum Pesto. Kommt später rein. Ja. Auf die Forellenfilets drauf geträufelt. Mhm. Ist das eine Suppe oder eine Soße? Suppe. Riechst du erst wie einen guten Wein, oder? So, und jetzt möchte ich wissen, würzig, scharf, süß, rund. Umami. Bevor du was sagst, guck dir einfach seinen Körper noch mal an. Ja, ja, ja!
Jetzt sag mal was. Johann, jetzt sag mal was Nettes, du. Ja. Aber wenn er zweimal nachnimmt, dann ist schon ein sehr gutes Zeichen. Also, das ist wie beim Wein. Ja. Es muss erst mal wirken. Er muss atmen. Nein, nein, lass mich ausreden. Der Grundgeschmack der Trauben, ja, das, die Essenz der Traube muss stimmen. Ja, aber du weißt schon, das war eine Tomate, ne? Ja. Und was hier ist, so, dass die Schärfe, ja, den Grundgeschmack der Tomate, der nicht richtig perfekt vorhanden ist, übertönt. Man isst hier scharf. Man könnte auch sagen, man isst eine scharfe Suppe mit Tomatengeschmack. Ja, aber das liegt ja an den Tomaten und nicht an uns. Ja, das habe ich ja nicht gesagt. Ich bin trotzdem, du hast mich gefragt, das ist so. Ja, Moment, nein, mal, stopp, ich bin jetzt raus. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ich habe noch keine Idee. Ich weiß jetzt nichts mehr. Ich glaube, Johann versucht, nein, sich um einen Lob zu drücken. Ja, ja. Nein, nein, nein. Probiert, komm her. Rebecca, komm her. Rebecca, komm her. Ganz, ganz einfach. Ja. Also, man könnte es auch sagen, es ist eine dünne Suppe mit Schärfe. Eine dünne Suppe mit Schärfe. Mal, jetzt fängt er langsam an, komisch zu werden. Ist das eine Wassersuppe oder was? Probier doch selber jetzt. Ich hab sie schon probiert, ich fand sie super. Nimm den. Probier das selber jetzt mal, bitte hier, probier. Hier ist frischer Löffel. Jetzt möchte ich mal als objektive weibliche Instanz. Ja, lustig ist, Johann hat schon 4 Löffel davon genommen, aber es schmeckt ihm nicht. Hui. Ganz ehrlich jetzt. Ja. Oh. Ja, scharf ist mein zweiter Vorname. Ja. Kann ich bestätigen. Nee, also aber die ist doch nicht so scharf. Nein. Nein, aber schau mal. Ich glaube, dass Männer sowieso ein bisschen mehr Schärfe vertragen können als Frauen. Schärfe tötet Geschmack. Es ist so, wenn du zu scharf machst, dann ist alles nur scharf, man schmeckt nur Schärfe. Nein, nein, nein. Du bist voll dramatisch, man hat da wirklich, Johann. Aber wirklich auch ein aromatisches Bouquet. Das muss ich aber auch sagen. Harrietchen, nee. In dieser Tomatensuppe ist nichts an Chili reingekommen. Weißt du, es ist ja nicht scharf. Ne? Ja, nee. Was ich jetzt machen würde? Nee, weiß ich gebe dir 2 Tipps jetzt. Ja? Ganz ehrlich. Gib rein bitte, wenn wir haben, Tomatenmarkenlöffel. Haben wir nicht. Und ein Spritzer Zitronensaft. Dann probier's noch mal. Und dann sagst du mir ehrlich, aber ganz ehrlich, was du davon hältst. Wir kriegen bestimmt noch Tomatenmark. Hat jemand Tomatenmark dabei? Haben Sie Tomatenmark in der Tasche? Na, warten wir sorgen. Nehmen wir Joghurt. Warten wir, bis das Tomatenmark kommt. Wir machen das noch mal, ja? Okay? Hm. Jetzt geht's wieder. Dann warten wir halt, ja? Wir können ja nichts anderes machen. Ich fand's ja lecker. Ja, du musst Eiberschlagen. Ach so, so, warte, ich soll jetzt, guck mal, mir wurde gesagt, hab ich doch schon alles. Da, schau. Eiberschlagen brauchen wir. Ach so, den muss ich machen. Ja, Eiberschlagen. Okay, nein, Logo. Schön einwickeln, den Pfannkuchen da. Was mache ich da? Wo mache ich das? So, und jetzt hier da drauflegen. Schau. Jetzt haben wir schon mal 4 Pfannkuchen hier. 4, ja? Super. Jetzt musst du Eiberschlagen in der Schüssel. Genau, und hast du eine Schüssel? Ach genau, das war die in der Kälte stand. Merci. Schön aufschlagen. 2 Stück. Super. 2 Stück. Gut. Die sehen was. Warte mal. Ja. Hier, kleines Messer. Oh, Mensch. Pocahontas bringt uns Tomatenmark. Ich rate drauf. So. Jetzt, komm her. Hier wäre es Tomatenmark. Guck mal hier. So. Guck mal hier. Ja, nur, dass wir noch mal. Ja, ja, super. Perfekt. Weißt du, welches Gefühl ich gerade habe? Ja. Er will sich gerne an unserem Erfolg beteiligen. Jetzt kommt er hier um die Ecke, macht ein bisschen Tomatenmark rein und dann sagt er, siehst du, so macht man's. Klar, ja, logisch. So, schau her. Und jetzt tust du noch rein, Spritzer Zitronensaft. Mann, das möchte ich jetzt aber auch noch mal kosten. Wo so, ist denn der Löffel? Jetzt kommst du mal her. Soll ich erst mal rein? Reinpressen. Okay. Rebecca, schon lässt er dich da hinten ganz allein. Nein, ne? Nein, ich muss noch mal kurz lernen, ob das jetzt so wirklich mit Genug, rein, nicht so viel. Okay. So, und jetzt noch eine Prise Zucker. Ist das Zucker hier? Ja. Prise Zucker. So, jetzt da nehmen wir mal einen Löffel. Jetzt möchte ich bitte ein ehrliches Urteil haben. Ich könnte auch sagen, ich bin deppert, aber trotzdem möchte ich es wissen. Nein, das wirst du wahrscheinlich schon recht haben. Wir würden nie sagen, du bist deppert, Johann. Nee, es ist 100. So, jetzt probier mal. Ja, ich sag ja. Bitte. Ja, okay, stimmt. Sieht ja auch schon besser aus. Nein. Oh. Probier mal jetzt. Gib mir auch mal einen Löffelchen davon. Ne? Ja, ist natürlich geiler. Ja? Komme. So. Aber guck mal, das ist so. Ja, koste mal. Das ist schon gut. Ist immer noch scharf, aber hat so ein bisschen mehr Volumen irgendwie, oder? Also, ich gebe es relativ ungern dazu, aber die ist saugeil. Ja, oder? Ist schon echt? Saugeil. So, jetzt machen wir den schönen Spinatsalat mit den wunderbaren Erdnüssen hier.
Ne? Weltklasse. Mm. So, darf ich mal zeigen, die Tomatensuppe, wie sie fertig aussieht? Nicht fester, leider. Es muss fest werden. Es muss fest werden. Weltklasse. Okay. Mit den Forellen drin. Schön Basilikum drauf. Und so schön, und so schöne Farben. Ja. So, soll ich die hier versuchen, mal ja. zu machen? Darf ich mal zeigen, meine Spinatknödel, die ganz nebenbei gelungen sind, mit der Zwiebel, Schinkenschmelz und einem schönen Kopfsalat. Oh, das sieht echt gut aus. Wow. Ja? Die Knödel. Mhm. So. Na gut, Knödel sind natürlich wieder was. Wenn man es abends isst, dann geht es gleich auch wieder auf die Fettspeicher, wa? Ach so. Durch also die Kohlenhydrate und so, weißt du? Mein Freund, ja? Das Leben besteht aus Genuss, nicht nur immer darüber nachzudenken, was ich esse. Ich möchte auch mal gut essen und Freude am Essen haben. Ich widerspreche. Ja? Du hast richtig gesagt, das Leben ist ein Genuss, nicht ja. nur das Essen. Und wenn der Genuss des Essens mich nachher 30 Kilo mehr haben lässt über einen mittellangen Zeitraum, dann ist das Leben allgemein nicht mehr ganz so genussvoll. Deswegen muss man einen Mittelweg finden. Aber stell dir mal vor, jeder würde nur die Größe 48 kaufen. Das wäre doch langweilig. Wär voll langweilig. Ja. Ja, Moment, wir haben jetzt 16 Uhr. Werden jetzt Knödel noch okay? Jetzt kannst du noch Knödel essen. Ja. Das Ding ist ja, guck mal, die Idee ist ja eine ganz einfache. Kohlenhydrate, die du abends zu dir nimmst, also zum Beispiel Kartoffeln, Knödel, Reis, Nudeln, auch Brot, verbrennst du nicht mehr die Energie, die du aufnimmst, ganz einfach, weil der Körper nicht mehr so viel arbeitet. Aber 16 Uhr Samstag, damit das wäre okay. 16 Uhr Samstag, Nachmittag, lassen wir heute mal gut sein. Wir machen danach alle vier zusammen 20 Minuten funktionelles Training. Johann ganz vorne, Fitness. Ja. Und dann... Wow. Sieht gut aus, ne? Das sieht toll aus. Ja. Oh. Aber das sieht, welches hast du jetzt gemacht, Rebecca? Das? Nein, das nach. Das kommt noch. Genau, ah, das ist ja. Stimmt, ja. Genau, die das sah leider auch gut aus. So, wir haben jetzt hier. Ja. Komm mal hin. Wow. Schwätzchenpfannkuchen mit. Das sieht echt Hammer aus. Bisschen überbacken, ja? Mm. Und daneben. Das Hühnchen in den Burrateig mit Spinatrad und Kürbis. So. Und damit ich nicht zunehme, mache ich jetzt eine Liegestütze und dann gehe ich essen. So. Tschüss. Detlef, das war mir ein Hochgenuss. Dankeschön. Liebe Rebecca. Traumhafte Prinzessin. Das war mir ein Vergnügen. Johann, mein Hase. So, wir haben noch nicht, oder? Nein, wenn nicht, dann zweimal. Also, dann. Meine Güte, was ihr alles drauf habt. Ja? Super, komm her. Oh, der meint es aber auch nicht. Wow, der ist gut, oder?